Alles einsteigen. Es geht los. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute fahren wir Bus, denn wer wollte nicht schon immer mal Bus fahren? Ja gut, ich nicht, aber mancher vielleicht schon. Aber das Spiel macht Spaß. So viel vorab, denn das hier ist der Bus-Simulator 2015. Und ihr seht, wir haben hier zwei verschiedene Modi, wie wir spielen können. Einmal den Karrieremodus und einmal den Freeride, wo man also einfach nur rumfährt. Ich fahre jetzt mit euch mal im Karrieremodus und dort schaltet man nach und nach extra weitere Busse frei. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar freigeschaltet, unter anderem hier ein Gefängnisbus und ein Schulbus. Und da gibt es noch weitere Modelle, die man dann mit steigender Erfahrung nach und nach freischalten kann. Ich suche mir jetzt mal hier einen passenden Bus aus. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Schulbus. Dann gehen wir auf Select und wir können uns jetzt noch die Stadt aussuchen, in der wir fahren möchten. Wir haben hier also Los Angeles, Paris, Rom, Berlin, Alaska, das ist neu, Rumänien. Und hier können wir ein wenig deutsche Landluft schnuppern und New York, Chicago, Moskau. Und noch mehr wird in Zukunft kommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit, was nehme ich denn? German Countryside. Und wir fahren jetzt zusammen mal eine Route. Und ich fahre mal los. Ihr seht, wir haben hier verschiedene Steuerelemente. Ich kann also wirklich hier den Blinker links setzen, den Blinker rechts setzen. Gas, Bremse, Warnblinklicht ist auch mit an Bord. Gesteuert wird per Neigung. Und, ups, jetzt habe ich schon einen Crash gebaut. Man kann hier auch die Kameraperspektive ändern. Ich fahre ja am liebsten hier aus der ersten Perspektive, damit es einfach am realistischsten aussieht. Und dann fahren wir mal. Ihr müsst natürlich von Busstation zu Busstation fahren. Da unten läuft die Uhr ab, wo ihr sehen könnt, ob ihr eine Verspätung habt oder nicht. Hier habe ich schon meinen ersten Haltepunkt. Dann halte ich hier mal an und lasse meine Fahrgäste einsteigen. Ihr bekommt Erfahrungspunkte, je nachdem wie gut und wie schnell ihr fahrt. Ihr dürft nicht zu hart bremsen, sonst beschweren sich die Fahrgäste. Ihr dürft nicht zu spät kommen, das ist schlecht für den Fahrplan. Und Unfälle bauen ist natürlich auch ganz, ganz übel. So, es regnet ja, ich mache mal den Scheibenwischer hier an. Und dann fahren wir mal noch etwas weiter. Ich kann ja auch das Licht einschalten, denn es gibt auch Nachtfahrten. Also wir haben hier unterschiedlichste Wetterverhältnisse. Wir haben Tag, Nacht, Regen, Trocken, Sonnenschein. Das ist also alles schon wirklich ganz schön umgesetzt. Und hier ist der nächste Halt. Und ich stoppe und dann steigen hier auch schon die nächsten ein. Und so läuft das ganze Spiel dann ab. Ist wirklich irgendwie echt entspannend, finde ich. Ich spiele das oft abends im Bett. So vor dem Einschlafen noch eine Runde Bus fahren zum Entspannen. Ist eine ganz nette Geschichte. Ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt hier mal. Ich gehe nochmal ins Startmenü rein. Und ihr seht schon hier, das Ganze ist mit Werbung gespickt. Es ist kostenlos und deswegen muss man mit etwas Werbung leben können. Ich nehme mal hier den nächsten Bus und wir fahren mal, sagen wir, in Rom. Fahren wir doch mal in Rom und schauen uns an, wie das dann aussieht. Und irgendwie scheint es heute überall zu regnen, egal wo ich hinfahre. Ich wechsle nochmal meine Perspektive und dann fahren wir nochmal eine Runde zusammen. Ihr seht, hier gibt es auch rote Ampeln, die man beachten muss. Wenn man da drüber fährt, dann bekommt man ein Problem. Und wenn man zu weit wegfährt, wie ich, dann sieht man die Ampel nicht mehr. Deswegen fahre ich mal noch ein kurzes Stück zurück. Es gibt also Minuspunkte für Unfälle, für überfahrene Ampeln und für zu harte Bremsungen. Ich mache auch mal das Licht an, das Wetter ist nicht so dolle. Und da ist die Ampel grün und weiter geht's in großem Bogen um die Kurve. Sonst nehme ich gleich wieder ein Schild mit und das gibt Minuspunkte und... Da gab es auch schon den ersten Crash und ich habe 50 Erfahrungspunkte weniger als vorher. Also ihr seht schon, wie das Ganze funktioniert. Ist wirklich ziemlich einfach gestaltet und wer auf Simulationen steht, der sollte hier ruhig mal reinschauen. Jetzt ist die Ampel schon wieder rot. Ich komme hier gar nicht ins Fahren. Schlimm. Ich kann übrigens auch hupen. Hört man das? Ich mache mal lauter. Ein wenig dezent. Jetzt hört man es besser. So, und weiter geht die Fahrt. Man kann sich hier im Bus auch ein wenig umsehen. Ihr seht, man kann hier einfach mal hin und her streichen mit dem Finger und dann könnt ihr hier nach rechts und links euch das Ganze etwas ansehen, wie es im Bus aussieht. Das Ganze funktioniert natürlich auch in der Außenansicht. Das war vielleicht ein bisschen schnell. Dann könnt ihr euch euer Gefährt hier auch mal im Detail anschauen. Und ja, es ist ein sehr entspannendes Spiel, Leute. Kostenlos. Und wer auf Simulationen steht, der kann hier gerne mal zugreifen
und ein paar Runden Bus fahren und ein paar Fahrgäste glücklich oder auch unglücklich machen. Ich mache jetzt gleich mal hier eine harte Bremsung, dass ihr seht, was dann passiert. Eine Vollbremsung. Und dann ist das Geschrei groß und unten rechts seht ihr an dem Smiley, dass die Fahrgäste jetzt nicht mehr so glücklich sind im Moment. Tja, was soll ich alles noch erzählen? Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Leute. Wenn ihr mal Busfahrer spielen wollt, ladet euch den Bus-Simulator doch herunter. Ist wirklich ein nettes kleines Spielchen für zwischendurch. So, die nehme ich noch mit und anschließend, das war wieder zu hart gebremst, anschließend werde ich mich dann von euch verabschieden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Mi Applecat. Macht's gut, bis dann, tschüss. Okay Leute, ihr wisst wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Mi Applecat. Die Katze hat gesprochen. Mi Applecat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+ und bei www.miappercat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!